Ich würde Freunden und Bekannten auf jeden Fall raten, sich bei Traktortechnik zu bewerben, da es ein innovatives Unternehmen ist, wo man meiner Meinung nach einen sicheren Arbeitsplatz für die nächsten Jahre, Jahrzehnte haben kann und ein sehr freundliches Umfeld an Kollegen hat. Mein Name ist Tobias Klein. Ich bin seit 8 Jahren bei Traktortechnik Projektingenieur in der Forschung und Entwicklung. Zu meinem Aufgabenbereich bei Traktortechnik gehören die FEM-Simulationen. FEM-Simulationen sind Simulationen von Bauteilen, die unsere Konstrukteure und Produktdesigner konstruieren und die ein bisschen komplexer sind als ein einfaches Rohr oder ein einfacher Balken und sich mit einfachen Brechenmethoden nicht mehr lösen lassen. Aus diesem Grund gibt es diese FEM-Simulationen. Ich kann dann für die unterschiedlichen Bauteile hier Festigkeitsberechnungen machen, kann die auf Gewicht optimieren oder eine maximale Schlagkraft der Erdrakete berechnen. Neben den FEM-Simulationen beschäftige ich mich mit Additive Manufacturing, umgangssprachlich auch 3D-Druck, und helfe so, dass wir die Produktentwicklungszeiten verkürzen können. Fit for Future ist eine Plattform, die Traktortechnik geschaffen hat, um die interne Unternehmenskommunikation allen Mitarbeitern so einfach wie möglich zu machen. Gewinnen kann man da auch. Es gibt ein Punktesystem, über das man Punkte sammeln kann, und ab einer gewissen Punktzahl gewinnt man Workshops. Klingt erstmal ganz arbeitsintensiv, ist es teilweise auch, aber es ist auch immer ein schöner Teil Freizeit dabei. So war ich mit meinem Team auf Mallorca, wo wir dann in schöne Buchten gefahren sind, an entsprechenden Restaurants angelegt haben, lecker gegessen haben. Es ist halt nicht nur die Arbeit, sondern man hat auch schöne Zeit in Mallorca am Strand. Generelle Entwicklungsmöglichkeiten bei Traktortechnik sind auf jeden Fall sehr groß. Das Unternehmen soll ein großes Wachstum in den nächsten Jahren erfahren, und das bedingt halt nicht nur mehr Maschinen oder größere Produktionskapazitäten, sondern das bedingt dann halt auch Personalwachstum. Und so entstehen in so einer Wachstumsphase auch immer mehr Entwicklungsmöglichkeiten intern.